Hallo, liebe Besucher der Heilbronner Aufzugstage und willkommen zurück bei Ziel Abeck. Sie haben heute Vormittag schon einen Vortrag vom Herrn Häuser zum Thema Software gehört und jetzt kommt die angekündigte Frage-Antwort-Stunde. Da Ihre Mittagspause relativ kurz ist und der nächste Vortrag der Heilbronner Aufzugstage schon ansteht, werden wir das relativ kurz gestalten. Die Live-Chats, die Sie gestern und heute gesehen haben, stehen aber Ihnen auch zukünftig zur Verfügung. Wir werden dann noch eine Information dazu rausgeben, im Zweifel bei uns kurz melden. So, dann starten wir auch gleich mit der ersten Frage zur Zedamon-App. Die funktioniert über Bluetooth. Wie sieht es bei Bluetooth mit der Sicherheit aus? Gut. Das war eine kurze Antwort. Vom Großen und Ganzen. Natürlich haben wir uns während der Entwicklung Gedanken darüber gemacht und es ist natürlich auch bewusst, dass wir vermeiden müssen, dass, wenn sich jemand die App aus irgendeinem Grund heruntergeladen hat und an einem Aufzug vorbeikommt, der Zugang auf unsere Geräte hat. Deswegen ist eine Kopplung mit dem Bluetooth-Stick und dem Mobile Device nur über einen Taster an diesem Bluetooth-Stick möglich. Das heißt, ähnlich wie man es vom Kfz kennt, ich muss mich erstmalig mit dem Gerät koppeln und das geht bei uns nur, wenn man sich wirklich am Gerät befindet und diesen Taster auch betätigt hat. Was wiederum zur Folge hat, dass jemand, der diesen Taster noch nie betätigt hat, zwar das Gerät auf seiner App sieht, aber nicht den Zugang zu diesem Gerät hat. Somit ist die Sicherheit gewährleistet, dass niemand unbefugt Änderungen am Gerät vornehmen kann. Prima, danke. Nächste Frage: Wo gibt es die App? Die App gibt es, wie gesagt, im Internet logischerweise. Und zwar ist es relativ einfach. Ich kann es kurz auch nochmal demonstrieren an unserer App hier. Ganz einfach, wenn ich im Internet bin, kann ich zum Beispiel über die Seite von Ziel Abeck, gehen wir mal über die Online-Anleitungen rein, ganz einfach über die Suchfunktion gebe ich den Suchbegriff Zedamon ein. Am besten noch Mobile, dann kommt man direkt. Da wird es schon angezeigt. Kommt man direkt zum Produkt. Hier haben Sie die Auswahl. Gehen wir mal hier drauf. Sollte jetzt theoretisch, jetzt dauert ein bisschen. Und so schon haben Sie die Informationsseite über unsere Zedamon-Softwares. Und auf der Seite von Zedamon Mobile haben Sie dann den direkten Link entweder in den App Store oder in den Google Play Store, je nachdem, welche Version Sie aufgrund Ihres Betriebssystems benötigen. Draufklicken, runterladen, fertig. Also Sie sehen, relativ einfach und schnell erhältlich. Kommen wir zur nächsten Frage. Warum ist dieser Stick nicht im Umrichter integriert? Eine berechtigte Frage. Wir haben festgestellt, natürlich, die Sendeleistung von Bluetooth ist jetzt nicht über mehrere 40, 50 Meter vorhanden. Deswegen bei höheren Schachthöhen kann ich dann den Bluetooth-Stick da positionieren, an der Position anbringen, wo ich den optimalen Zugang zu dem Stick habe und natürlich die optimale Verbindung dann zu meinem Mobile Device. Könnte ja sein, Frequenzumrichter oben im Schacht, die Steuerung aber auf der zweiten Etage und dann kann ich im Schacht den Bluetooth-Stick über die Leitung in die Nähe dieser zweiten Etage ziehen und habe dadurch natürlich immer meinen Zugang per Bluetooth-Verbindung auf den Frequenzumrichter. Gut, danke. Und damit wären wir auch schon bei der letzten Frage, die ein bisschen da reinspielt, zum Thema vorbeugende Instandhaltung. Das ist immer mal wieder ein Thema und eine Frage. Mit Ziel-Abeck-Komponenten haben Sie diesbezüglich relativ wenig Arbeit. Wenn Sie mal in die Betriebsanleitung reinschauen, dann sehen Sie zum Beispiel bei unseren Zeta-Top-Antrieben, dass Sie dort lediglich einmal im Jahr eine Sichtprüfung des Bremsenluftspaltes und auch der Treibscheibe vornehmen müssen. Und beim Frequenzumrichter ist es sogar noch weniger. Das heißt, da wird einmal jährlich geprüft, ob der Umrichter verschmutzt ist und ob die gesamten Leitungen noch alle fest sind.
Und das war es dann schon. Wenn Sie sich selber mal darüber ein Bild machen wollen, wie die Auslastung Ihrer Anlage ist, da bietet auch die Zetamon-App eine prima Möglichkeit über die Statistikfunktion. Da können Sie eine Anlage mal 6 Monate laufen lassen und gucken sich dann mal an, wie viele Fahrten haben Sie, wie war die Auslastung von dem Frequenzumrichter, wie war vielleicht die thermische Auslastung von dem Antrieb. Und dann sehen Sie, dass Sie mit Ziel-ABEC-Komponenten lange Freude und wenig Arbeit haben werden. Damit sind wir schon am Ende unserer Frage- und Antwortrunde und wir beide möchten uns für Ihr Interesse bedanken. Wie eben schon kurz angedeutet, stehen diese kurzen Filme mit den Informationen Ihnen auch später noch zur Verfügung, sodass Sie also jederzeit da reinklicken können, können vor- und zurückspulen, können sich das angucken. Und natürlich stehen wir Ihnen von Ziel ABEC auch jederzeit gerne zur Verfügung, per Telefon, per Teams oder auch per persönlich. Und wir hoffen, dass wir Sie dann nächstes Jahr 2022 bei den Heilbronner Aufzugstagen wieder persönlich begrüßen dürfen und dann ohne die Maske. Und bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.